Jetzt, guck mal. Jetzt, guck mal. Es gibt einige Gruppen im Islam, die sagen, die Sahaba, Uthbillah, wären Kuffar. Jetzt, guck mal hier. Die sagen, bis auf 3 Kuffar sind alle vom Islam abgefahren. Wären Munafiqun gewesen. Guck mal, was sagt Allah hier? Er sagt, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَعِيُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Der weiß, was in ihren Herzen ist. Das heißt, sind keine Munafiqun. Und an anderer Stelle sagt er in derselben Sura, Al-Fatih, die 48 Sura, redet über die Munafiqun. Was sagt er da? Über Leute, die zurückbleiben. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ أَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. Dann sagt er, die sagen, oh Allah, oh Gesandter Allah, und wir waren beschäftigt mit der Familie, also die zurückgeblieben von Arabern, wir waren beschäftigt mit der Familie und mit unserem Geld, so bitte für unsere Vergebung. Dann sagt Allah, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِي مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Die sagen mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Das heißt, Allah macht ganz klar, dass diese Leute auf dem Munafiqun sind, dass sie etwas sagen, was nicht in ihrem Herzen ist und dass die anderen Leute wahrhaftige sind. Das ist ein Rat für diejenigen, die erzählen, das wäre ein Munafiqun gewesen. Wir sagen zu jedem, du lest immer Sura 48 durch, die Leute, die mit dem Propheten waren, die werden nur gelobt. Allah lobt diese Leute. Das heißt, wie kannst du sagen, wenn Allah jemanden lobt, wie kannst du versuchen, die Leute zu kritisieren? Leider gibt es einige Brüder, die vielleicht eine gute Absicht haben, aber die leider dadurch in die Irre gegangen sind. Und ich gebe euch eine Sache. Wenn jemand sagt, die Sahaba sind alle vom Islam abgefallen, außer 3, dann sagen wir zu ihm, Allah sagt im Koran, erstmal diesen Vers haben wir sowieso schon, dann sagt Allah im Koran, kuntum khayra khitaben lahum. Er spricht die an. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil maruf. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Gläubigen hervorgekommen ist. Ihr gebiet das Gute, verbiet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und es ist unmöglich, dass die Leute, über die Allah sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, weil ihr das Gute wie das Schlechte verwehrt, dass davon alle vom Islam abfallen, außer 3. Unmöglich. Unmöglich. Subhanallah. Das nur ganz kurz dazu, bevor wir weitergehen. Ja? Jedenfalls sagte der Prophet auch noch dazu, in einem Hadith, den diese Leute dann natürlich nicht akzeptieren, لَا يَدْخُلُ النَّارِ أَحَدٌ مَنْ بَعَيَا تَحْتَ شَذَرَ إِلَّا صَحِبُ الْجَمَلْ الْأَحْمَرِ. Keiner, und damit meint er wahrscheinlich Al-Jadd ibn Qais, keiner, der unter dem Baum Bay'a gegeben hat, wird in die Hölle gehen. Der Einzige, von dem berichtet wird, der Munafiq war, war Al-Jadd ibn Qais. Der Name ist bekannt geworden. Keiner. Das ist vom Propheten a.s.w. Das ist die beste Generation. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam sagt, khairu nasi kamni thumma ladina yalunum thumma ladina yalunum. Inshallah. Gut, das war jetzt erstmal diese Sache. Ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal kurze Pause. 10, 20 Minuten, ja? Oder? Was? Halbe Stunde ist Asr, dann marsch weiter bis dahin. Ist besser. Dann mach ich weiter bis dahin. So. Jetzt auf jeden Fall sind das einige Beweise für diejenigen, die sagen, die Sahaba wären Munafiqun gewesen. Und die am Grab von Omar stehen und von Abu Bakr stehen und spucken und fluchen. Wir fragen, ist das die Herangehensweise, die Allah lobt im Koran? Allah nennt im Koran 3 Leute, die auf dem richtigen Weg sind. In Surat al-Hashr. Er sagt, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوا بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا. Ach ja, das ist nicht, das ist in Sura 9, Vers 100 war das. Ich meine, Sura al-Hajj sagt er, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الرَّأْيِ وَالرِّضْوَانِ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Dann sagt er danach, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا, das sind die Muhajirun. Danach sagt er, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مِنْ هَاجَرِهِمْ. Das sind die Ansar. Und die vor dem Haus des Iman sind, wie in Medina. يَحِبُّونَ مِنْ هَاجَرِهِمْ. Die lieben diejenigen, die zu ihnen herausgekommen sind. Das heißt, von der Liebe des Glaubens gehört was? Von dem Glauben gehört die Liebe für die Muhajirun, die mit den Propheten ausgewandert sind, die dieser Religion geholfen haben. Ja? يَحِبُّونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاص أولئك هم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken hier. Ich habe jetzt gerade den Vers auch vergessen. Olaikumul Faizun. Olaikumul Muflihun, genau, ja. Dann sagt er, und diejenigen, ja, also, die also das Haus vor, also über die Ansar, ja, und die bevorzugen sie gegenüber sich selber, obwohl sie selber Mangel erleiden. Ja, und wer gesichert ist vor seiner eigenen Geiz, der ist erfolgreich. Dann sagt er weiter, وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Wie sind die? Wie sind die, die danach kommen? Sind die, dass die Fluch rufen über Aisha, Fluch über Abu Bakr, Fluch über Umar? Was sagen sie? وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُلُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ. Oh Allah! Ja? Die nach ihnen kommen. Ja? Was sagen die? Oh Allah, vergib uns und denen, die uns im Glauben zuvorgekommen sind. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen. Im Koran, ganz klar. Deswegen, wer heute so etwas macht, schlecht über die Sahaba redet, ist ganz klar und deutlich, auf einem falschen Weg. Und laut Koran, laut der Sunna. Und natürlich, wir wissen, einige Leute, die haben eine gute Absicht, die wollen etwas Gutes, aber sie haben hier einen Fehler gemacht. Weil sie auch viele Sachen falsch verstanden haben. Beispielsweise, und da kommen wir jetzt gleich zu. Jetzt geht es nämlich weiter. Und hier, guck mal, diese Geschichte ist eine der Hauptgeschichten, die die benutzen, die Sahaba kritisieren wollen. Kannst du es glauben? Diese Geschichte, die wir gerade erzählen, ist von denjenigen, von dieser islamischen Gruppe, die Sahaba zu Kufa erklären, eine der Hauptgeschichten, die sie benutzen. Kannst du dir vorstellen? Und Allah sendet eine ganze Sure herab, wo er sagt, Laqad radiya, wegen dieser Sure sendet Allah eine, wegen diesem Geschehen sendet Allah eine Sure herab, inna fatahna laka fatham mubin, wegen dieser Geschichte. Und lobt die Sahaba am Anfang und am Ende. Am Ende sagt er, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'hu, ashidau al-kuffar, ruhamahu bainahum. Am Ende des Sure, am Anfang des Sure, Fatih, in der Mitte des Sure, Laqad radiyallahu anil mu'minin, und am Ende des Sure, Muhammad Rasulullah wallazina ma'u ash-shidaa'u al-kuffar, ruhamahu bainahum. Muhammad ist der Gesandte Allahs, diejenigen, die mit ihm sind, ja, die sind ash-shidaa'u, heftig mit den Kuffar, ruhamahu bainahum, und barmherzig unter sich. Tarawum ruk'a'u sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Simaum fi wujuhim min athari sujud. Dann sagt er, ja, du siehst sie Ruku machen, Sujud machen, Niederwerfung machen. Und was wollen die? Jetzt sagt Allah, gibt Allah Shahada über diese Leute, die mit dem Propheten sind. Was sagt er? Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Die wollen die Huld von Allah und seine Zufriedenheit. Guck mal, ganz klar, achi, wer jetzt sagt, von den Sahabern sind alle vom Islam abgefallen, außer drei, achi. Es ist Dalal und Mubin, ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall. Das heißt, diese Geschichte wird benutzt von dir, um diese Leute zu Kufar zu erklären. Und Allah sendet eine Surah ab, wo er sie lobt und sagt, inna fatahna laka fatahun mubina. Das ist ein klarer Widerspruch. Aber warum? Ich sage euch jetzt, warum die Leute kritisiert werden. Und welche Eigenschaft muss ein Muslim haben? Welche Eigenschaft? Ein Muslim muss die Eigenschaft haben, dass er für seinen Bruder immer eine Ausrede sucht. Dass er denkt, vielleicht habe ich etwas anders verstanden. Und er muss nur eindeutigen Sachen nachgehen. Und nicht zweideutig etwas interpretieren. Ja, er hat das bestimmt aus dem und dem Grund gemacht. Subhanallah, du hast heute so viele Leute, die Su'dhan haben. Die sehen jemanden, der macht irgendetwas. Ja, zum Beispiel, jemand will ihm die Hand geben. Und er gibt ihm nicht die Hand, weil er guckt den anderen Richtung und sagt, boah, ist der arrogant, er hat dir gar nicht die Hand gegeben. Wenn du diese Eigenschaft der Gläubigen hast, dann sagst du, oh, vielleicht hat er nicht gesehen, dass er ihm die Hand geben wollte. So muss man nach Ausreden suchen für seinen Bruder. Dann geht es uns viel besser, wenn wir nach Ausreden suchen für unseren Bruder, wenn wir nicht versuchen, nach Fehlern zu suchen. Aber hier, guck, diese Leute suchen nach Fehlern. Suhail ibn Amr kam danach und will mit dem Propheten einen Vertrag machen. Und der Prophet, a.s.w., sagt, wir wollen jetzt Umrah machen, sozusagen, sinngemäß. Und er sagt, nein, ihr macht keine Umrah, erst im nächsten Jahr, weil wenn ihr jetzt Umrah macht, dann werden die Araber sagen, guck mal, die haben die Quraysh unter Druck gesetzt. Das heißt wieder,
diese falsche Ehrgefühl. Fikurumi und Hamiyatu, Hamiyatu Jahiliya. Diese Hitzigkeit der Jahiliya in ihren Herzen. Nein, so sagen die Araber dies und das. Dann, was passiert? Er macht mit den Friedensvertrag und der Prophet lässt schreiben: Bismillahirrahmanirrahim. Da sagt er, was Rahman angeht, wir kennen den Rahman nicht. Schreib Bismika Allahumma. Im Namen von dir, O Allah. Was sagt der Prophet? Die Sahaba, die haben einen Biss für die Rückseite. Nein! Wir wollen Bismillahirrahmanirrahim. Was sagt der Prophet? Schreib Bismika Allahumma. Warum? Weil er hat vorher gesagt, ich werde jeden Kompromiss eingehen, solange die Zeichen von Allahs nicht beleidigt werden. Und ist keine Beleidigung. Bismika Allahumma ist nicht schlimm. Wenn er stehen würde im Namen des Shaitan, so im Namen von Hubal und so wäre was anderes. Er sagt im Namen von dir, O Allah. Dann schreibt er, dieses, was abgemacht wird zwischen Suhail ibn Amr und Muhammad Rasulullah. Muhammad, der Gesandte Allahs. Dann sagt Suhail ibn Amr, und wer ist der Schreiber? Ali radiallahu anhu ist der Schreiber. Dann sagt er, Suhail ibn Amr, hätten wir geglaubt, dass du der Gesandte Allahs bist, dann hätten wir dich nicht bekämpft, dann hätten wir dich auch zur Kaaba gehen lassen. Dann sagt er, schreibt Muhammad ibn Abdullah. Da sagt der Prophet, Ali, streich das aus. Streich das. Mach das, radier das aus sozusagen. Da sagt, was sagt Ali? Der sagt, Gesandter Allahs, ich kann dich nicht ausradieren. Der kann das von seinem Herzen, kann nicht dahin gehen und kann diesen Namen ausradieren. So diese Leute mit ihrem Su'wan, die lieben Ali. Die erklären Ali zu Käfer. Die müssten eigentlich sagen, jetzt ist der Käfer geworden. Er hat sich den Propheten widersetzt. Aber was sagen wir? Wir sagen, der Prophet hat ihn nicht getadelt. Also war das keine Sünde. Sondern er wusste, dass Ali das nicht macht, weil er sich dem Propheten widersetzen will, sondern wegen seiner Liebe zum Propheten. Weil er es nicht kann. Er kann nicht sagen, ich reiche deinen Namen aus. Und dann sagt der Prophet zu ihm, zeig mir, wo das ist. Streich das aus. Und dann wird überliefert, dass der Prophet seinen Namen geschrieben hat. Jetzt kommen wieder die Leute, sagen, hey, wie, der Prophet hat seinen Namen geschrieben, ihr sagt doch immer, der Prophet wäre Analphabet. Sagen wir, Masha'Allah. Geh mal in den Kindergarten, frag mal die Kinder, ob sie ihren Namen schreiben können. Können viele ihren Namen schreiben, aber wenn du Namen von dir schreiben kannst, heißt so lange nicht, dass du lesen und schreiben kannst. Kannst du deinen Namen schreiben. Das wollte ich nur beobachten, weil so kommen die Leute, die sagen, hier, guck mal, ist gar kein Analphabet hier, wir haben ein Hadith gefunden. Bitteschön. Gibt es einige Leute, die so drauf sind. Und jetzt hat dieser Vertrag hat 4 Bedingungen. Erstens, die müssen zurückgehen. Zweitens, 10 Jahre Frieden. Drittens, die Muslime werden und zum Propheten gehen, der Prophet muss sie abweisen. Der darf sie nicht in Medina aufnehmen. Das heißt, in Mekka wird jetzt jemand Muslim, der geht zum Propheten, flüchtet zum Propheten. Der Prophet, a.s.w., darf ihn nicht aufnehmen. Aber diejenigen, die vom Islam abfallen und nach Mekka gehen, die dürfen aufgenommen werden. Und die Sahaba, die waren wütend. Die waren wütend. Die haben gesagt, nein, was für ein Vertrag. Wir dürfen keine Umrah machen. Unsere Leute, die werden nicht aufgenommen. Was passiert jetzt noch? Guck mal, wie der Scheitan die Leute auf die Probe stellt. Jetzt kommt einer, Abu Jandal, und das ist der Sohn von Suhail ibn Amr, der den Vertrag mit dem Propheten macht. Der kommt in Ketten und ist geflüchtet. Gefoltert und ist geflüchtet und er kommt an. Zu den Muslimen, der hat gehört, die Muslime sind in Hudaybiyah. Und er ist geflüchtet mit den Ketten und kommt dort an. Und jetzt sagst du, hey, ibn Amr, Prophet, jetzt hast du die Chance zu beweisen, dass du diesen Vertrag nicht brichst und den zurückführst. Und die Sahaba, die haben so eine Liebe für diesen Abu Jandal, weil er der Bruder ist. Daran siehst du wieder, wir müssen Liebe haben für unsere Brüder. Für den, der Muslim ist. Du kennst ihn gar nicht, er kommt an, hat den Islam angenommen, Alhamdulillah, ist in Ketten. Sie wollen ihm helfen, sie wollen sagen, nein, wir können ihn nicht zurücklassen. Umar al-Khattab, der will das Schwert rausholen, der will die alle umbringen. Mit seinem Reiseschwert. Ja? Er ist am Ausflippen, sozusagen. Ja? Und die sind, du musst dir vorstellen, Situation, du gehst durch die Hitze, du bist seit Tagen dort unterwegs. Ja? Die haben diese Erniedrigung von diesen Leuten und dann kommt jemand in Ketten und der wird zurückgeführt. Der wird zurückgeführt. Und jetzt kommt Omar al-Khattab. Und guck, jetzt kommt der Punkt, wo sie Omar al-Khattab bekämpfen.
Omar Khattab sagt zum Gesandten Allahs, sagt er, bist du nicht der Gesandte Allahs? Er sagt, ja. Und bist du nicht, sind die wenig auf der Wahrheit und die sind falsch? Und so weiter und so fort und einige Sachen. Und der Prophet sagt, ja. Und dann sagt der Prophet, ich bin der Gesandte Allahs und ich werde mich ihm nicht widersetzen und er wird mir helfen. Dann geht er zu Abu Bakr und sagt dasselbe, ist er nicht der Gesandte Allahs? Aber was ist das für eine Frage? Ist das ein Zweifel? Guck mal, das ist wieder das ist wieder der Punkt. Das ist wieder der Punkt, wo man den Mu'min versteht. Der Mu'min, der versucht das so zu verstehen als Ausrede für den, der eben den Islam verteidigen will mit dem Schwert. Guck mal, der will den Islam verteidigen mit dem Schwert. Der ist mit dem Prophet ausgewandert. Der ist bereit zu sterben. Der hat Bay'atul Ridwan gegeben, wo Allah sagt, laqad radiyallahu anil mu'minin. Der ist derjenige, wo der Urwa ibn Mas'ud gesagt hat, diese Leute ehren den Propheten so sehr. Und jetzt kommen diese Leute und sagen, guck mal, der ist Käfer geworden. Der Zweifel an den Propheten. Der Zweifel nicht an den Propheten, sondern es ist eine rhetorische Frage. So wie du zum Beispiel sagst, hör mal, wir sind doch Muslime, oder? So, und du meinst damit, ja klar sind wir Muslime, ja, also müssen wir das sagen. Er will damit sagen, wie kann das sein? Wir können doch diesen Mann nicht zurückgeben lassen. Warum? Weil er weiß, dass der Prophet Offenbarung bekommt. Und er will damit sagen, vielleicht kriegt der Prophet jetzt eine Offenbarung, dass sie das ändern. Vielleicht kommt jetzt Offenbarung von Allah. Nein, gebt ihn nicht zurück, sondern bekämpft sie. Wir werden euch mit 1000 Engeln vom Himmel helfen. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Und jetzt, in diesem Moment, er geht zu Abu Bakr, sagt dasselbe. Und Abu Bakr sagt zu ihm, ja, Rajul! Ich spreche die Nachricht an. Nur wenige können mit Omar so reden wie Abu Bakr. Obwohl Abu Bakr eigentlich so dünn ist, aber der ist so entschlossen, hat so eine psychische Stärke, dass er ihn richtig auch dann zusammengestaucht hat. Und ihm gesagt hat, er soll sich hüten. Ja? Mit seiner Angelegenheit. Und was sagt, jetzt sagen wir etwas anderes. Und das ist eine wichtige Grundlage. Weil viele Leute, die versuchen, die Muslime unsicher zu machen, indem sie sagen, die Sahaba wären Kuffar, womit kommen sie? Sie kommen mit Dingen aus der Sira, wo die Sahaba Fehler gemacht haben. Wir sagen, kann es sein, dass ein Sahabi Fehler macht? Wir sagen, ja. Natürlich. Der ist nicht Ma'asum. Der Prophet a.s. sagt, Kunnu bani Adam khatan wa khayru khata'in tawabun. Die besten Söhne Adams sind wer? Die Tawabun, die Reue machen. Jeder Sohn Adams macht einen Fehler, aber die besten sind die Reue machen. Und was hat Omar al-Khattab gesagt? Fa'altu li dhalika amalan. Wegen dieser Sache hat er danach viele gute Taten gemacht. Sklaven befreit, gefastet, gebetet und so weiter. Weil ihm das Leid getan hat. Obwohl er eigentlich damit eine rhetorische Frage gestellt hat. Aber er hat nachgesagt, das hätte ich nicht stellen sollen. War eigentlich gar kein großes Problem. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Guck mal. Hier die ganze Geschichte, nur Lob von Sahaba. Danach wird eine Sura abgesandt. Was passiert jetzt? Der Prophet sagt zu den Sahabern, ihr müsst euch vorstellen, die sind voll am Ende, die sind mit den Nerven am Ende. Was sind Menschen? Der sagt zu denen, schlachtet die Schlachttiere und rasiert eure Köpfe. Und er sagt das dreimal und keiner bewegt sich. Keiner bewegt sich. Dann geht der Prophet zu Salama rein, zu seiner Frau, und sagt, die bewegen sich nicht. Die haben die ganze Zeit gehorcht. Was haben wir gesagt? Die können Fehler machen. Aber was für ein Fehler ist das hier? Salama sagt zu ihm, geh raus, sag kein Wort, schlachte dein Tier, dein Kamel und rasiere deinen Kopf, ohne was zu sagen. Er geht raus, macht das. Und als er dann das gemacht hat, dann fangen die Sahaba an, sich zu rasieren und die Tiere zu schlachten. Ja? Und man wird gesagt, die hätten sich bald umgebracht. Dabei, weil die so einen Ehrgeiz, so einen Biss für diese Religion hatten. Aber warum haben die gewartet? Bei denen genau derselbe Grund. Die haben gehofft, dass Allah noch etwas herabsendet. Dass Allah herabsendet? Nein. Ihr geht nach Mekka rein. Die haben sich gewünscht, die Kaaba zu sehen. Die haben sich gewünscht, zurückzukehren zu dem Ort. Ja. Und was wird danach herabgesandt? Jetzt sagen einige, das sind, guck mal, sind Kuffar geworden. Subhanallah. Wirst du Käfir, weil du einen Befehl etwas später ausführst? Ist totaler Quatsch. Ist totaler Quatsch. Aber wenn du jemanden zum Käfir erklärst, der kein Käfir ist,
und der sogar von Allah gelobt wird im Koran, dann bist du in großer Gefahr. Was sagt der Prophet? إِذْ قَالَ رَجُلِ أَخِيَا كَافِرْ فَقَدْ بَأَ بِي أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. Wenn jemand zu seinem Bruder sagt, ja, Kafir, dann wird es eintreffen. Entweder der, der es sagt, oder es wird zurückkehren. Das heißt, du sagst jemand Kafir, der ist kein Kafir. Das ist ein Problem. Hier, was haben die gemacht? Die haben gewartet, mit dem Befehl durchzuführen. Wir sagen, das ist ein Fehler. Aber warum haben die gewartet? Genau derselbe Grund, weil sie gewartet haben, dass Allah eventuell eine Offenbarung bringt, dass sie doch nach Mekka einmarschieren sollen. Das haben sie gehofft. So, Alhamdulillah, wo ist das Problem? Jetzt, im Anschluss danach, sie gehen zurück nach Mekka. Was passiert als erstes? Als erstes kommen, sie gehen zurück nach Medina. Sie gehen zurück, sie haben geschlachtet, sie gehen zurück nach Medina. Was passiert jetzt? Plötzlich kommen Frauen, gläubige Frauen aus Mekka, die geflüchtet sind. In dem Vertrag stand doch drin, dass die Leute zurückführen sollen, die zum Propheten kommen, oder? Was macht er jetzt mit den Frauen? Sagt er, ja, Frauen, geht wieder zurück und lasst euch von den Mekkanern vergewaltigen. Was sagt der Prophet? Allah sendet einen Vers herab. Ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akum al-mu'minatu muhajiratin famtahinuhun fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarjihunna ila al-kuffar. Allah sendet herab, wenn gläubige Frauen als Auswanderer kommen von Mekka nach Medina zu euch kommen, ja, so prüft ihren Glauben. Allah weiß ihren Glauben besser. Und wenn ihr seht, dass sie gläubige Frauen sind, so gibt sie den Kuffar nicht zurück. Und dann hat er damit den Vertrag gebrochen? Nein. Weil in dem Vertrag steht, die Männer. Ja, Suhail ibn Amr hat mit Männern alle gemeint. Aber es steht dort Männer, es steht nicht Frauen. Deswegen hat der Prophet in dem Vertrag nicht gebrochen. Sondern die Frauen haben sie, durften dann nach Medina. Jetzt. Was ist am Ende passiert? Unterwegs kam eine andere Herabsendung herab vom Koran. Man, Omar al-Khattab, guck mal jetzt, diese Gottesfurcht, die Omar al-Khattab hat. Wäre Omar al-Khattab ein Heuchler gewesen, hätte es ihn gar nicht interessiert. Aber das ist einer der besten Gläubigen aller Zeiten. Von dieser Umma die Nummer 2. Nach Abu Bakr natürlich der Prophet Mohammed a.s. Da brauchen wir eigentlich nicht drüber zu diskutieren. Jetzt kommt eine Herabsendung, ein Nuzul von einer Ayah kommt herab. Und Omar al-Khattab hat Angst wegen dieser Sache, was er gesagt hat. Bist du nicht der Gesandte Allahs? Alaysa bi Nabi haqqan. Jetzt hat er Angst, dass eine Offenbarung herabkommt wegen ihm. Und was kommt herab? Was kommt herab auf dem Weg? Guck mal, nach dem, was alles passiert ist mit den Sahabern, diese ganzen Geschichten, wo Leute kommen, unverschämterweise, die zu Kuffar erklären wollen, A'udhu billah, was kommt herab? Es kommt die Sura herab. Inna fatahna laka fatamubine. Diese Sura kommt herab. Und wo am Ende die Sahaba gelobt werden, wo gesagt wird, und ich lese das dann auch mal, weil auf Deutsch ist das ein bisschen schwer zu übersetzen, ja. Da sagt Allah, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'hu ashidaa wal kuffari ruhamaa bainahum, tarahum ruka sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhi min athari sujud. Dann sagt er über diese Sahaba, wir haben es eben schon übersetzt, die haben das Zeichen des Imans vom Sujud, also das Zeichen des Imans. Ja, also die haben das Zeichen, ihre Zeichen sind im Gesicht von dem Sujud. Damit sind jetzt nicht diese Punkte hier gemeint, sondern damit ist jetzt gemeint, dass da gibt es verschiedene also Meinungen drüber, dass also die nur im Gesicht haben oder die Tawadu im Gesicht haben und so weiter. Ja? Dann sagt er weiter, ذَلِكَ مَثَلُمْ فِي Torah. Das ist ihre Erwähnung, ihr Beispiel in der Torah. وَمَثَلُمْ فِي Injil. Ja, und das ist jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَتَّهُ فَأَزَارَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dann sagt er, ja, also, und ihr Gleiches im Evangelium, das ist ihr Gleiches in der Tora und ihr Gleiches im Evangelium, ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, sodass sie verdicken und ebenmäßig auf den Halmen stehen, sodass sie den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Das heißt, durch diese Sahaba werden die Ungläubigen ergrimmt. Und heute siehst du einige islamische Gruppen, die ergrimmen, wenn du über die Sahaba redest. Und deswegen sagt Imam Malik, wer ergrimmt,
Wer Wut hat gegen die Sahaba, ist ein Kafir. Liyaridha bihimul kuffar. Verweis vom Koran. Deswegen muss man sich richtig hüten. Und dann sagt er, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah verspricht ihnen, die Gutes tun und glauben, ja, Vergebung und großen Gewinn. Jetzt sagen einige, hier steht doch Minhum. Was ist hier mit Minhum gemeint? Und jetzt sehen wir wieder, hier wird ganz klar, werden die Sahaba gelobt. Jetzt kommt wieder eine diejenige und der versucht wieder irgendwas Zweideutiges rauszuinterpretieren. Dieses Min kann auch, kann Tab'id heißen, von also einige davon, Tab'id, ja, das also einige davon sind, kann aber auch bedeuten El-Jins, für die Gruppe, für die Art, wie bei, für die Gattung. Wie beispielsweise du sagst, steht im Koran, steht ein Vers, und vermeide Er-Rijs Minel Authan. Minel Authan heißt die Authan, die Götzen von den Götzen. Authan, die Götzen. Heißt von den Götzen, ist irgendetwas okay? Nein. Das ist alles falsch. Das heißt, dies ist die sprachliche Bedeutung und ein ganz deutlicher Lob für die Sahaba, die ganze Geschichte. Was ist danach noch passiert? Danach kam jemand, der Abu Busir heißt. Der ist auch geflüchtet, kam nach Mekka und hat Schutz bei den Propheten gesucht. Zwei Boten sind ihm hinterhergelaufen von den Quraysh. Und der Prophet muss seinen Vertrag einhalten und hat ihn zurückgegeben. Und dann hat der Prophet a.s.w. ihn zurückgegeben. Unterwegs auf der Reise hat er dem einen das Schwert weggenommen, hat ihn umgebracht, ist wieder zurück zum Propheten gelaufen. Der andere kam hinterher, hatte Angst gehabt, ja, mein Gefährte ist getötet worden und ich bin auch getötet, ich bin so gut wie tot, ja. Und dann hat er gemerkt, hat dieser Abu Busir gemerkt, dass der Prophet ihn wieder zurückgeben will. Und dann ist er weggelaufen und ist dann in der Nähe von Jidda heute an eine Küste gegangen und hat sich dort aufgehalten.